Hallöchen Leute, willkommen zu einem neuen Angespielt. Ihr seid ja ganz tolle Freunde des Spiels der Battle Cats und das Spiel Go Go Pogo Cat hat im Prinzip etwas mit dem Spiel zu tun. Und zwar, wenn wir hier ein paar bestimmte Missionen machen, bekommen wir bei der Battle Cats ein paar Bonis. Deswegen, wenn wir uns das Spiel einfach mal an sich angucken, dass wir natürlich bei Battle Cats ein kleines bisschen was dazu bekommen, ist natürlich super. Aber nicht unbedingt zwangsweise notwendig. Aber wir machen es einfach mal. Wir haben eine Mission. 75 Gems in einem Spiel freischalten. Und das dreimal, um den Reward freizuschalten. Alles klar, was soll ich machen? With a Pixie you can do up to 2 Air Jumps. Okay, damit können wir einen Doppelsprung machen. Tap in Mid-Air to Air Jump. Collect Item, go for High Score. Alles klar. Ah ja. Ach so. Okay, verstehe. Oh Gott, ist das schwierig. Okay, easy peasy. So, wir können kurz jetzt erstmal einen Double Jump machen, was ich gut finde. Ich hätte sie mitnehmen können. Sollen, müssen. Sehr nice. So, da haben wir schon Stufe 10 erreicht. Also wie viele... Da, Triple, Hyper, Super, Hyper Jumps können wir denn hier machen. Und wie ihr seht, es wird immer schneller. Oh, Herrgott, nochmal. Das wird ja immer schneller. Das ist ja widerlich. Okay, und irgendwann, Leute, werden wir es nicht mehr schaffen. Aber wir sind ja schon bei 19, das passt schon mal ganz gut. 20. Wir haben schon 324, 36 und so weiter. Yo, ich bin gegen das Ding gebumst. Alles klar, wir haben, oh, hört man natürlich auch, ne, diesen Sound. Wie natürlich auch in The Battle Cat. So, wir haben 22,2 Meter mal 1000, ja? Achso, ne, 22 von diesen Laternen, 1000 Punkte jeweils. Max-Combo, Coins, alles klar, let's go. Capsule, was bei Capsule? Spinne, alles klar, okay, wir machen weiter. Gehen zum nächsten, wir brauchen tatsächlich nur 75 Münzen davon. Ah, das ist am Anfang ziemlich langsam und langweilig. Wir werden jetzt also mal nicht versuchen, wieder den Highscore zu knacken, sondern erstmal versuchen, die Mission zu machen. Das heißt, 75 brauche ich. Ja, damit wir hier wahrscheinlich vielleicht auch die Belohnung kriegen für Battle Cats. Gucken wir mal. Das ist natürlich... Oh, ist das peinlich. Okay. 75 Gems muss ich sammeln. Warum habe ich das denn nicht geschafft? Ich Noob. Weil es einfach zu langsam ist. Ich bin es einfach nicht mehr gewöhnt, dass es so langsam ist. Wenn man sich gerade an diesen schnellen Spielstil gewöhnt hat. Aber muss man einfach ein bisschen mehr aufpassen, ne? Ist das dein Ernst? Warum bin ich denn auf einmal so kacke? Ich krieg Kurve 75. Okay. Wir werden jetzt wieder so weit wie möglich spielen. Scheinbar kann ich es besser, wenn ich versuche, mein Bestes zu geben, statt nur eben mal 75 Dinger zu sammeln. Und danach, wir haben eine Kombo bekommen. Aber ich habe immer zu viel bekommen. Okay, wir werden... Weil wir haben nämlich 75 Gems gesammelt. Reicht erstmal aus für den nächsten, ne, fürs nächste Mal. Und let's go, auf zum nächsten. Ja, ich habe mein Gehirn ausgetrickst. Ich wollte niemals zum Highscore. Haha. Krass, oder? Mega der Trickser. Wann kriege ich eine Combo? Vielleicht, wenn ich alle sammle? Kann das sein? Ja, ne? Immer wenn ich...
Immer wenn ich von einem Haufen alle sammle. Okay, aber jetzt ein Sima-Kombo. Jetzt, da ich das weiß. Werde ich natürlich mein Bestes geben. 9er-Kombo. 10er. 11er. 12er. Ich bin so kacke. Schlecht. Schlecht, aber immerhin, wir kriegen das hier. Kriegen wir 50 davon. Wir haben 15 Kreuz bekommen. In 15, den ganzen gibt es nächsten Reward. Okay, let's go. Complete the 7 Jungle. Dann gibt es hier Lock. Was ist Lock? Achso. Können wir mal Capsules machen. Was kriegen wir dafür? Nummer 15, die Bronzekatze. Und Nummer 2. Oh, die Drachenkatze will ich haben. Ach, guck mal, die haben sogar unterschiedliche Skills. Lol. Okay. Gem-Chance, Fruit-Chance, Score-Bonus. Die Bronzekatze nicht mega geil, weil die einfach einen fetten Bonus hat. Auf jeden, oder? Let's go. Complete 7 Jump Combo. Alles klar. Piu, Nummer 1. Nummer 2. Sind wir ja schon unter Druck gesetzt. Jetzt haben wir hier Leistungsdruck. Eine 7er-Kombo zu machen. 5er. 6er. Oh, das war knapp. 7er. Easy peasy. 8. Und wo gab es diese... Oh, den habe ich jetzt nicht bekommen. Schade. Wird die Kombo zurückgesetzt? Ja, die wird leider zurückgesetzt. Ah, okay. Alles klar, verstehe. Man muss also versuchen, auf jeden Fall alle zu kriegen. Ich habe jetzt... Kann ich die vielleicht... versuchen, jetzt hintereinander nochmal zu bekommen? Weißt du? Wenn ich jetzt hier noch eine 7er-Kombo hinkriege, dass es das zweimal, dass es als zweimal zählt. Weiß nicht, okay, wir werden jetzt wieder unser Bestes geben, logisch. Mit unserer Bronze Cat werden wir hier mega weit kommen. Habe ich jetzt mal wieder ein bisschen Speed in dem Game. Mag's ja, wenn es speedy ist. Dumm nochmal, das war leider zu schnell gewesen. Mann, aber neuer Highscore auf jeden Fall. Coole Sache. Haben wir es zweimal bekommen? Ah, wir müssen es tatsächlich zweimal machen. Alles klar, let's go dann nochmal. Alter, schaffe ich ja gleich ein, wenn er hier jumpt, ey. Kann man das bitte so irgendwie so einstellen, dass ich sofort am Anfang und die maximale Geschwindigkeit habe? Finde ich irgendwie ganz nice. Soll ich mal diese langsame Geschwindigkeit an, da schläft man ja fast ein, ey. Ich merke das jetzt auch immer, wenn ich Netflix schaue oder irgendwo anders oder YouTube oder so. Ich schaue es ja meistens auf höherer Geschwindigkeit. Ich habe mir jetzt angefangen, The Big Bang Theory anzuschauen. Aber bin auch gefühlt auch schon wieder fast durch. Und ich schaue es auf 1,25-facher Geschwindigkeit an, so wie ihr dieses Video vielleicht auch so anschaut. Ich kann mir das echt nicht mehr in einfacher Geschwindigkeit anschauen. Dann ist das für mich wie in Zeitlupe. Das ist total krass. Also das Gehirn gewöhnt sich einfach so schnell dran. Und das Damen-Gambit schaue ich gerade noch zu Ende, weil ich das mal angefangen hatte. Aber mir hab dann irgendwann aufgehört und mir gesagt, ah, du musst das zu Ende schauen, voll gut. Und da kann ich sogar eine anderthalbfache Geschwindigkeit schauen und dann denke ich mir auch so, ja, okay. So schnell ist das Sau wieder nicht, ne? So, hier noch ein paar Coins. Let's go. Und dann haben wir das erledigt. Und wie kriegen wir das? Enter Battle Cat. Ja, was ist das? Ja, okay. Dann werden wir mal gucken. Wir starten ganz gut. Der Battle Cat ist natürlich auf dem gleichen Gerät selbstverständlich installiert, logisch. Und dann schauen wir mal. Okay, habe ich das bekommen? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Danke, vielen Dank. Okay, 25.000 Punkte. Zweimal müssen wir das erreichen. Warum immer zweimal? Reicht das nicht, dass ich einmal perfektes Gameplay hier zeige? Warum muss ich das immer zweimal machen? What? Na gut, 25.000 Punkte ist auch nicht so schwer. Ich muss leider wieder ein bisschen konzentrieren.
Und das ist ganz cool, diese fliegenden Dinger, die werden irgendwann nur aufgebraucht. Also die werden nicht sofort beim ersten Mal... Ah, ich bin tot. Die werden nicht sofort beim... Ah, 22, das ist echt nicht viel, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft. Ich Kacknoob. Ah, ist das schlecht. Bin ich bad? Bin einfach so bad. Und jetzt wird er ein bisschen schneller, es wird ein bisschen rasant. Oh, das war aber close gewesen. Macht vielleicht ein bisschen mehr Spaß, sobald es hier etwas schneller geht. Ja. Zwölfer Combo. Ah, weil ich die Combo haben wollte. Mist, aber auch. Okay, mein 40.000. Und zweites Mal. Und ich glaube, die fünfte Mission müsste auch nochmal was geben. Irgendwie gibt es auch noch ein Gold-Ticket, das wollen wir natürlich noch haben. Ist ja klar. Na, immer wenn dieser Wind kommt, wird es ein kleines bisschen schneller. Aber das kann ruhig ein bisschen schneller werden. What? Das ist ja irgendwie ungeil. Gib mir die Möglichkeit, gleich am Anfang die maximale Geschwindigkeit zu haben. Oder wenigstens so eine Geschwindigkeit, dass wir schon bei 20 Laternen sind. Da pennst du echt gleich ein bei so einer Geschwindigkeit. Macht ja auch gar keinen Spaß, so, weißt du? Da finde ich, macht deutlich mehr Spaß. Ja, da hat der Kombo verkackt. War fies. Wenn es deutlich schneller ist. Ja, langsam geht's wieder. Achso, nur wenn wir wirklich einen Dreifachsprung machen, wird das Ding benutzen, ne? Dieses Fliegeding, ne? Ist auch ganz cool. Yeah, let's go. Easy peasy, doch nicht, schade. Die Combo verkackt. Ach, komm schon. Ah, komm schon. Na gut, immerhin. Kriegen wir 1000 davon. Was mache ich damit eigentlich? Oh nein, stopp. Ich wollte doch das Reward haben. Komplett, da. Aber was mache ich damit? Nein, hör doch mal auf damit. Stopp das. So, collect 10 cans in one. Oh, dann kriege ich, ja, ich krieg wieder eine Belohnung. Cool, alles klar. Was? 10 Coins, ne? Glaube ich, waren es gewesen. Bin gleich ein, Alter. Sind 10 Coins die roten? Ja, oder? Ich werde mal ganz kurz sterben. Ach nee, 10 Coins. Ah, okay. Zweimal. Okay, wir müssen diese Coins, diese Gold-Coins. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich ein bisschen mehr Mühe geben jetzt. Müssen wir also ordentlich durchziehen. Ich glaube, ich habe 16 Coins, glaube ich, maximal bekommen gehabt, ne? 16 Coins. Sechser Combo. 7er Combo. Musste ich dummerweise gerade einen benutzen. Yay, schneller! 15er Combo. Easy peasy.
Voll einfach für mich. Oh nein. Ja, ich bin so schlecht. Ich habe einen einzigen Punkt übersehen. Jetzt wird es wieder ein bisschen spannender. Die kleinen Viecher hinter mir sind total nervig. Die stürmen aus dem Augenwinkel ein bisschen. Nein. Aber neuen Highscore, wie geil. Und wir haben 21 Coins bekommen. Das ist das erste Mal. Let's go zum zweiten. Alter, ich bin einfach fast in den Abgrund wieder gelaufen. So langsam. Ich mag's nicht langsam, ich mag's schnell. Quick and dirty mag ich's. Langsam ist einfach. Mag's nicht. Ich jedes Mal auch Coins dazu, wenn ich. Nein, kriege ich nicht, ich wollte schon sagen. Dass ich Coins dazu kriege, wenn ich die Laterne überschreite. Aber das ist zufällig immer mit den Kugeln, die wir mitsammeln. Mit dem Bonus. Vor allem, ich habe so viele Flappy Birds und ich bin so kacke! Ich bin so schlecht. Dafür kriege ich wieder die. Ja. Macht er auf halt. Danke. Danke. 300 Gems in einem Spiel. Let's go. Ich glaube, es gibt noch eine Mission. Ein Goldticket muss es halt, wie gesagt, noch geben. Also 300 Gems sind halt hier oben die roten Dinge. Müssen wir uns also tatsächlich wieder auf die Combo konzentrieren. Die Combo ist hier das A und O in diesem Spiel. Das Schlüsselelement. Also wenn nämlich die Coins verdreifacht. Jetzt werden sie vervierfacht. Beim nächsten Mal dann verfünffacht. Das heißt, da bekomme ich 25. 20? Okay, hat wahrscheinlich die Kombo noch nicht funktioniert. Jetzt Maximum? Nee, ne? Ich glaube nicht. Doch. Die 13er Kombo, die hat jetzt nicht dafür funktioniert. Nee, es ist. Funktioniert nicht ganz. Let's go, Leute. Wir werden hier wieder einen neuen Highscore aufstellen. Könnt ihr mal schreiben in die Kommentare, falls ihr das Spiel gespielt habt oder jetzt spielen werdet, wie euer Highscore gewesen ist. Bis zu welcher Laterne ihr gekommen seid. Oder warum ihr verkackt habt, ihr Noobs. Verdammt nochmal, ich bin so ein Noob. Ah, herrlich. Nein, im Moment spannend bin ich kacke. Menno. Okay. Ich glaube, wie gesagt, danach gibt es noch eine Mission. Die müssen wir dann auf jeden Fall, oder werden wir dann auf jeden Fall noch erreichen. Wahrscheinlich eine 20er-Kombo erreichen. Ich denke, so eine Kombo-Mission wird es noch sein. Eine Kombo ist echt schwierig. Schwieriger aufzubauen. Aber wenn man sich ein bisschen konzentriert, dann kriegt man noch das hin. Das sind schon mal 6er-Kombo. 7er-Kombo. Mit unserer schönen Bronze. Vielleicht sollte man uns mal neue. Oh, das war knapp. Neue Katzen kaufen. Ich meine, wir haben so viele. So viele Coins noch. Das können wir gleich mal machen. Ja, jetzt wird es ja ein bisschen schneller. Sehr schön. Jetzt wollen wir den mal nicht verkacken. Wir wollen jetzt einen neuen Highscore erreichen, okay? Wir geben uns große Mühe. So schlecht. So. 15 Meter eine Single Play. Das ist immer noch nicht. Also 15 mal diese Laternen. Okay. Und das dreimal, glaube ich. What the fuck? Ja, und wenn ich es halt im Angespielt nicht hinkriege, ist ja auch in Ordnung.
dann werde ich es ohne euch noch spielen, damit wir bei Battle Cat diese Belohnungen kassieren. Ist ja klar. Wir nehmen uns ja schon. Wir sind schon bei über 20 Minuten. 20 Minuten 12 Sekunden sehe ich gerade. Wie gesagt, wenn es einfach ein bisschen schneller wäre am Anfang, wäre es deutlich interessanter. Aber man muss sich einmal erst über diesen langweiligen, langsamen Part hinwegqueren. Das ist total ätzend. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ach Mist. Kombo nicht geschafft. Was ist, wollen wir uns eigentlich noch neue Dinge, noch neue Katzen? Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Kann nicht mehr so viel labern. Aber mal 15. Ah, zweimal sogar nur. Okay, dann machen wir das. No. Okay, was gibt's hier? Casa Jizo. Moneko. Und. This original character has been exchanged for one power gym used to upgrade the character slot. Ah, cool. Ich habe den doppelt bekommen. Und kann den im Prinzip jetzt einmal aufrüsten. Bronze Cat. Wir würden zwar keinen Coin-Bonus kriegen, dafür aber die Gem-Chance erhöhen. Was ist denn der Gem-Chance? Power-Up. Achso, ich kenne den Eno-Power-Up, alles klar. Ach, der hat den gar nicht. Der kann den nur haben, theoretisch. Ach, und damit kann ich die aufrüsten, verstehe. Oh, ist ja widerlich. Ugh. Ugh. Okay, let's go. Fünfzehn. Müssen wir erreichen. Okay, der hat also diesen Stats hat er noch gar nicht gehabt. Sondern die könnte er theoretisch erreichen. Das ist ja auch doof. Haben wir nämlich gleich gebaitet. So, sind wir schon bei 8. Aber okay, das ist okay. Hauptsache, wir kommen zur 15. Geizhau bin ich mit unseren. Mit unseren Flying Cats. 13. Jetzt wird der Druck wieder höher. Dass ich nicht verkacke. Ich darf nicht verkacken. Ich will nicht verkacken. Oh nein, ich habe nicht verkackt. Auf keinen Fall. Dann schauen wir. Vielleicht kriegen wir einen höheren Highscore. Muss ich gerade ganz kurz blinzeln. Muss die ganze Zeit blinzeln. No. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Und stellen wir fest, wenn die ganze Zeit die Kombo noch aufgebaut. Und wir haben einfach ultra viele. Ah, ich habe gerade geklickt, aber da war es schon zu spät. Da war es schon zu spät. Okay, let's go. Auch da. Nächste Mission erledigt. 500 Gems in einem Spiel. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob es noch mehr gibt. Collect again. Ha, schade, okay. Das heißt also, falls man sie nicht bekommen hatte, warum auch immer, dann kann man sie hier nochmal bekommen. Sehr interessant. Ja, dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, war es das gewesen im Angespiel zu Pogo Cat. Ebenfalls von den Entwicklern von Ponos. Ich glaube, Ponos hießen die, glaube ich, die auch der Battle Cats entwickelt haben. Ich werde hier noch ein bisschen weitermachen und schauen, ob ich noch ein bisschen was für The Battle Cats kriege. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von angespielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.